Das Attentat von Hanau war und ist kein Einzelfall. Wird der Begriff Einzeltäter in der Bedeutung von Einzelfall verwendet, ist das falsch und im Zusammenhang mit psychisch krank auch irreführend. Psychisch krank ist nicht gleichbedeutend mit schuldunfähig und bedeutet auch nicht potenzieller Terrorist. Die Beschreibung Einzeltäter und psychisch krank ist verharmlosend und verschleiert den politischen Kern der Tat. Rechter Terror radikalisiert Impulse und Narrative der gesellschaftlichen Mitte. In den Taten Einzelner findet das dann seine mörderische Zuspitzung. Rechter Terror ist nie Einzeltat, sondern entspringt einem gesellschaftlichen, strukturellen Rassismus. Schluss damit. Rassismus darf nicht mehr verharmlost, verschleiert oder ignoriert werden.